Zombie Apocalypse. So, schnell meine Sachen erstmal holen und dann können wir eigentlich auch schon wieder losstarten. Denn wir haben soeben einen neuen Einsatz reinbekommen. Ich werde auch gleich mal mit der Polizei dahin fahren, aber erst mit dem ADAC. Denn wir haben in Nähe des Hafens ein Auto gefunden, das da anscheinend nicht hingehört. Das steht so auf einem Grünstreifen und Anwohner meldeten, dass das Auto schon circa 2 Wochen dort rumsteht. Ja, und jetzt wurde endlich mal der Abschleppdienst gerufen und ich werde diesen Einsatz natürlich annehmen und erstmal schauen, wem das Auto gehört. Das wird die Polizei dann sicherlich gleich klären und wie wir das jetzt am besten machen. Also ich weiß auch gar nicht ganz genau, wo das Auto jetzt steht. Ich hoffe, wir kommen da auch richtig ran. Wartet mal, Universalschlüssel haben wir ja sowieso immer bei. Also in die Autos kommen wir sowieso ran, beziehungsweise rein. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein, aber ich bin gespannt. Denn es gibt auch zurzeit eine Person, die vermisst wird. Das passt ungefähr, das ist jetzt 1,5 Wochen her circa, als eine Person vermisst wurde. Und vielleicht gehört das ja sozusagen auch zusammen, dass das Auto, was wir jetzt gleich abschleppen werden, zu der vermissten Person gehört. Aber das wissen wir bisher noch nicht. Wir schauen erstmal. So, bevor ich jetzt losstarte, erstmal ganz, ganz entspannt. Wir machen das heute nicht hektisch oder so. Wisst ihr was? Ich grüße euch erstmal hiermit recht herzlich zurück zu einer brandneuen Folge vom LS19 mit dem Projekt Polizei. Schön, dass du wieder mit dabei bist, lieber Zuschauer, hier bei einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. So, denn dieses Projekt auf Streife, das ist ja wirklich ein Projekt, das wirklich richtig, richtig krass abgeht. Also ihr supportet meine Videos, das ist sowas von heftig. Viele Grüße gehen raus an dich, lieber Zuschauer. Schön, dass du mit dabei bist. Also jedes Mal freut euch darüber, wenn ich ein neues Video hochlade vom LS19 mit dem Projekt Polizei. Also das hätte ich wirklich nie gedacht, dass das wirklich so groß rauskommt. Das ist eigentlich fast genauso so krass geklickt wie der LS19 oder der LS17 aktuell auf meinem Kanal, wie mit den Feuerwehrmods. Das hätte ich wirklich vorher nie gedacht. So, aber Leute, dann würde ich sagen, wir starten erstmal. Mein Navi müsste ich auch noch anschalten, dass ich so ungefähr weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen also in die Nähe vom Hafen. Der ist ja oben links auf der Map. Seht ihr gerade unten links die große Map eingeblendet. Da müssen wir erstmal hin, ne? Das dauert auch erstmal seine Weile. Holt euch am besten mal was zu süffeln, was zu essen. Und dann kloppt euch das Video hinter, ne? Dann habt ihr auch ein bisschen was zu tun. Und wehe, nicht vorspulen. Also nee, das mag ich nicht. Spult meine Videos nicht vor, ihr Schlawiner. Könnt natürlich so machen, wie ihr es gerne möchtet, ne? Ich rede euch da jetzt am besten nicht rein. Das machen wir nicht. Ne. So. Ich glaube, wir sind auch schon auf der richtigen Straße. Dann können wir am besten wieder ausmachen. Jetzt kenne ich mich wieder aus. Das ist ja auch krass, ne? Was mich so ein bisschen stört, dass jetzt wirklich nach circa 2 Wochen wird erst gemeldet, dass sein Auto steht. Ich bin gespannt, wie das jetzt genau da platziert wurde. Wie es abgestellt wurde. Ich schaue mir das mal an. Und natürlich muss ich auch erstmal mit den Bewohnern sprechen, der das auch gemeldet hat. Also ich bin wirklich gespannt. Also ja, nach 2 Wochen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 2 Wochen ist es her, als das Auto dort abgestellt wurde. Naja, wir lassen uns am besten mal überraschen. So, jetzt muss ich hier noch überholen, kurz vor der Kurve. Das mag ich überhaupt nicht. So, jetzt müssten wir eigentlich... Hier lasse ich mal die Karte doch eingeschalten. Das kommt ja gleich da hinten. Also der Verkehr ist heute wieder sehr, sehr langsam unterwegs. Drückt vielleicht noch vom Wochenende. Kann möglich sein. Die sind hier wirklich im Schneckentempo unterwegs. Alter Schwede. Hier ist was los heute. So. Jetzt muss ich aber auch erstmal genau hinschauen, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Denn irgendwo hier sind auch erstmal die Anwohner, die das gemeldet haben. Wie, was machst du denn jetzt hier? Was ist denn deine Mission? Ja, ich nehme erstmal das Schild mit. Super. Vielen Dank dafür. Danke. Stoppschild ist weg.
Hier passiert ja schon so echt gar nichts. Zwinker, zwinker. Wie oft hier die Feuerwehr ausrücken muss, das ist schon echt grausam. So. Ich sehe da erstmal einen orangenen Pickup. Tja. Was, wisst ihr was? Ich fahre mal erstmal kurz rein hier. Ich weiß nicht, ob das der jetzt auch ist. Ich frage am besten jetzt mal ganz kurz. Dieses blaue Häuschen hier sieht auf jeden Fall ganz schön nett aus. Das sind halt die Leute, die das gemeldet haben. Verstehe ich nicht. Also, da steht nicht mal auf dem Privatgrundstück, steht da ein Auto einfach rum und, ach komm, ich reg mich wieder viel zu viel darüber auf. Das ist, muss man nicht machen. Also, das muss man wirklich nicht haben. So. Wie kommt man hier rein in die Stube? Ist das, nee, wartet mal. Das ist ja nicht der Eingang. Huch. Was war denn das eben? Hier ist ein F, okay. Parken nur für Betriebsangehörige. Na, hier würde ich jetzt ungern parken irgendwie. Ist auch alles videoüberwacht hier. Ach. Guten Tag, Herr Müller. Ja. Ich bin vom ADAC. Wie man ganz unschwer erkennen kann. Ach, das ist also. Ah, alles klar. Der orangene bzw. rote Pickup. Ich glaube, das ist eher orange. So, das Auto sollen wir jetzt erstmal abschleppen. Ich schleppe so manche Sachen ab hier. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, okay. Tja, dann... Nee, wisst ihr was? Wir lassen erstmal hier den Abschlepper stehen. Mir ist es ein bisschen unsicher, muss ich wirklich mal sagen. Also das ist hier kurz vorm Bahnübergang. Da muss der Andi mal ganz kurz warten. Das ist sozusagen der Abschlepper, der heißt so. Der bleibt jetzt erstmal stehen. Die Polizei kommt gleich, die wird das erstmal regeln hier. Und... Da werden wir sicherlich auch gleich rausfinden, wem das Auto gehört hier. Also das ist schon sehr, sehr komisch mal wieder hier. So, dann switchen wir mal direkt mal rüber zur Polizei. Ups, was war denn das jetzt? Und dann können wir gleich mal schauen, wie wir das jetzt am besten gleich regeln. Ich würde mal sagen, wir nehmen heute mal die speziellen Autos, die hier immer noch auf dem Nebenparkplatz stehen. Fahren wir einfach mal rüber hier mit diesen wunderschönen Mercedes-Benz. Mit einer G-Klasse hier zum Einsatz. So. Dann platzieren wir uns gleich mal am Einsatzort so hin, dass der Abschlepper vor uns sich hinstellen kann, damit wir dann hier sofort das Auto abschleppen können. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich hoffe, die Batterie ist nicht leer oder so. Aber der ADAC hat ja eigentlich alles mit. Sollte es wirklich dazu kommen, dass das Auto wirklich nicht mehr anspringt, dann muss man höchstwahrscheinlich noch einen zweiten ADAC-Wagen dazu holen. Denn der Abschlepper hat jetzt auch nicht gerade so viele Materialien mit dabei, dass man sagen kann, der macht das jetzt irgendwie. Da muss dann schon der Transporter ausrücken vom ADAC oder halt der GLE. Das sind eigentlich beide Ausrüstungsautos. Die haben in der Regel eigentlich alle notwendigen Sachen mit dabei, die man halt so braucht für ein liegen gebliebenes Auto. Das ist sozusagen eine mobile Werkstatt. So, dann werden wir sicherlich auch erstmal gleich am Einsatzort die Personalien aufnehmen vom PKW. Dann werden wir auch bestimmt rausbekommen, wem das Auto denn gehört. Also auf wem das Auto zugelassen wurde. Dann wird man das ja sicherlich rausfinden, ob das vielleicht damit zusammenhängt mit der vermissten Person, die in Ulm gerade als vermisst gemeldet wurde. So, die Polizei ist am Einsatzort eingetroffen und wir stellen es mal so, ja, nee, okay, wir bleiben einfach mal so stehen. sagen Sie mal, junger Herr, wissen Sie nicht, wozu die Hupe denn notwendig ist? Nee? Also dafür bestimmt nicht. Das ist unverschämt. Die Leute hier, die sind einfach nur richtig dreist, richtig kackfrech sind die. Das sind richtige Buben hier in Ulm. Meine Jüte, da musst du dich erstmal aufregen. So, gut. Dann klären wir das mal ganz kurz, wem das Auto denn eigentlich gehört. So. Wir klären das erstmal, gehen das erstmal an die Leitstelle. Die sollen das erstmal überprüfen. Das ist
Das Auto von Marie Meier. Okay, das... Wartet mal. Marie, Frau Meier. Doch, also mir wurde gesagt, Frau Meier wird vermisst. Also, okay, jetzt habe ich gerade gehört von der Leitstelle. Also Marie Meier ist sozusagen die Fahrzeughalterin. Das ist natürlich auch zufälligerweise das Auto, was hier gerade steht. Und dieses Auto gehört zu Frau Meier. Das ist krass. Das ist schon wieder so richtig, richtig logisch, ne, dass das mir wieder passiert, dass ich wieder so richtig Glück habe, dass wir hier das Auto haben, das eigentlich die vermisste Person gehört. So, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier den Verkehr ausstellen. Das gefällt mir nicht. Und dann gehen wir mal ganz kurz hier rüber. Zu den Absperrmaterialien. So, hier, ach so, das ist ja wieder die eine Sache hier. Ich besitze ja wieder das Land nicht. Also da oben bin ich wirklich sehr, sehr selten unterwegs. Ansonsten kann man hier mal nie was platzieren. Das vergesse ich halt auch immer wieder. Aber ist ja nicht schlimm, denke ich mal. Ist ja nicht tragisch. Hauptsache, wir haben erstmal alles hier, was wir brauchen. So, dann stellen wir uns das mal genau hier erstmal hin. So ein bisschen an die Kurve. Und dann auch noch einmal hier bei der G-Klasse. Wartet mal, ich brauche nochmal ein bzw. zwei Pylonen. Sicher ist dann schon sicher, ne? Komm, nehmen wir mal zwei. Machen wir mal. Weil wie man gerade gesehen hat, der Verkehr, der stellt sich einfach dann hin. Der hupt dann wie verrückt und das war es dann eigentlich auch schon. Und das Schlimmste daran ist eigentlich, dadurch passieren die meisten Unfälle. Also zu dicht auffahren kostet wirklich den Menschen das Leben. Meistens, wenn sie dann noch richtig schnell fahren. Und hat man auch gerade gesehen, die fahren dann so dicht auf, hupen dann erstmal wie verrückt und warten dann vielleicht oder denken damit vielleicht, dass ich dann die Leute durchlasse. Aber die sehen auch gar nicht irgendwie, dass das Polizei ist oder so. Das stört ihn anscheinend nicht. Vielleicht war das Auto so niedrig, dass er das nicht gesehen hat. Da steht ja auch nicht hinten dran, dass das Polizei ist. Aber er hat es ja höchstens von der Seite gesehen. Er ist ja von da gekommen, glaube ich, oder von da hinten. Man sieht ja das Blaulicht. Guck mal. Naja, wer weiß. Also, das sind halt die Leute, die richtig verrückt sind. Jetzt können wir den Verkehr eigentlich wohl anschalten. Wartet mal. Das solltet ihr jetzt nicht vergessen. Verkehr ist an. Dann kann der Verkehr erstmal wieder rollen hier. Also, na okay, der steht dann erstmal hier. Aber die können gerne vorbeifahren. So ist es nicht. Das ist halt auch eine richtig ungünstige Stelle, die wir erwischt haben hier. Ich mache mir das jetzt am besten mal so richtig leicht. Ich fahre einfach jetzt mal rückwärts zum Auto hin und lasse einfach hinten die Bühne runter. Den Rücken, den lassen wir jetzt einfach mal runtergleiten. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht der Abschlepp-Profi. Aber ich weiß, ich kann Sachen abschätzen. Guck mal. Also, da passt noch locker eine Person durch. Da kannst du einfach ganz entspannt durchlaufen. Das klappt schon mal. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich da hochkomme. Guck mal, da ist noch so ein bisschen Platz dazwischen. Das ist aber auch gefährlich, ne? Achso, die sind da unten. Ich wollte gerade sagen, also das sah ja halt komisch aus. Fährt einfach der Zug lang, ohne dass die Schranken runtergehen. So, das ist ja auch ein schöner Schalthebel. Ein Schaltknüppel. Alter, was ist das denn hier? Das sieht ja aus, wie ob es kaputt gegangen ist oder so. Auto springt schon mal an, es wird schon wieder tatkräftig gehupt. Die bleiben auch vor der Pylone stehen, das gefällt mir schon mal, dass die nicht durchbrettern. Aber man merkt auch, dass die Batterie vom Auto ganz schön schwach ist. Das hat sich gerade ganz schön komisch angehört beim Starten und hier komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Okay, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Der liegt vielleicht auch daran, dass hier so ein bisschen das nach unten geht. Dann muss ich mich anscheinend doch erstmal auf die Straße stellen. Auf so rot. Anders geht's anscheinend nicht. So, dann machen wir das ganze Spektakel normal, aber bloß, dass die, ich weiß nicht, wie ich das dazu sagen soll. Die, ja.
die Bühne, ich habe keine Ahnung, die Abstellgelegenheit für Fahrzeuge. So könnte man es natürlich auch sagen. Aber jetzt klappt das sicherlich. Guck mal, passt da wunderbar. Das Auto können wir hier hochstellen. Dann müssen wir das ganze Bus noch sichern, genau bis vorne ranfahren. Haben wir. So, das haben wir. Dann wird das Auto, zack, erstmal nach vorne geschoben. Das steht jetzt ein bisschen schief. Na, muss man ein Stück, warte mal, so, zack. Das ist manchmal aber so ein kleiner Bug, also bitte nicht wundern, ne, dass das Auto so ein bisschen abhebt. Das gehört alles dazu. Der Abschlepper kann erstmal gleich wieder losdüsen. Was ich auch richtig cool finde, das muss ich wirklich mal sagen, habe ich glaube bisher noch nie so richtig erwähnt, dass wir gelbe Pedale haben. Das ist doch mega. Gelbe? Die rote meine ich. Rote. Rote Pedale haben wir. Das ist schon richtig, richtig cool. Schon richtig sexy, Alter. Schönes Ding auf jeden Fall. So, dann haben wir erstmal hier den PKW drauf von der vermissten Marie Meyer. Der Andi wird erstmal das Auto gleich wegfahren und die Polizei kann den Verkehr erstmal freigeben. Das werde ich sicherlich gleich machen. Und ich hoffe, das wird sich jetzt irgendwie noch klären, dass wir die Frau Meyer, die Marie Meyer, dass wir die irgendwann jetzt noch finden werden. Ich hoffe, das wird richtig schnell gehen. Denn ich schätze mal, das wird hier wirklich ein großer Einsatz werden demnächst. Denn wir müssen die Person irgendwie finden. Wir müssen natürlich erstmal Bewohner befragen. Denn anscheinend wurde die Person ja hier in der Nähe vermisst. Vielleicht ist sie auch schon längst weiter. Man weiß es nicht, was mit der Person los ist. Ob sie irgendwie gesundheitlich beeinträchtigt ist. Man weiß es ja nicht. Man weiß auch nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Es wurde einfach gesagt, die Person wurde vermisst. Und wir sollen sie suchen und finden. Es wurden halt ein paar Punkte schon angegeben, wo die Person zuletzt mal gesehen wurde. Und das war halt hier, nachdem sie das Auto abgestellt hat. Und was dann passiert ist, das weiß leider niemand. So, ich schätze mal, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, liebe Freunde. Das ist dann die V2 sozusagen, hier vom aktuellen Projekt Polizei bzw. Aufstreife im LS19. Die vermisste Frau Meyer, Marie Meyer, muss gefunden werden. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder mit dabei. Wenn ja, lasst mir das gerne wissen. Schreibt mir das in die Kommentare. Lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und vielleicht sehen wir uns dann auch schon bald wieder in der nächsten Folge. Dann werden wir die sicherlich finden. Wir drücken die Daumen, dass alles reibungslos funktioniert. Und ich werde jetzt erstmal hier gleich die Straße freigeben. Da entsteht gerade schon wieder ein sehr, sehr langer Stau. Wir sehen uns wieder, liebe Freunde, würde ich sagen. Macht's gut, bleibt so, wie ihr seid. Danke für euren Support. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao.